So, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Engladin, zu einem neuen Applets-Test mit dem Zwergenfürst, zu einem der letzten Applets-Tests mit dem Zwergenfürst. Ja, es war eine schöne Zeit. Darüber werden wir heute bei Pong reden. Wir spielen heute eine der ersten Konsolenspiele, die es überhaupt gibt. Einige kennen es jetzt schon bei dem Wort Pong. Ja, hier gibt es jetzt den Einplayer, den Zweiplayer, den War Mode und den Exit. Exit heißt, wir verlassen die App. Das werden wir also nicht machen. Den Zweiplayer-Modus werden wir heute auch nicht testen, da ich keinen zweiten Player hier dabei habe. Aber den War Mode und den ersten Player, den Einplayer, können wir mal ausprobieren heute. Es ist ein ganz simples Spiel, deshalb werden wir ein bisschen Real Talk machen. Und ja, es geht gleich direkt los nach dem Intro. Ja, auf geht's. Es geht gleich zur Sache. Mein, ja, wir haben schon 1 zu 0. 10 Punkte kann man sammeln. Mein Finger ist hier der zweite Dings. Ja, 1 zu 1, yay. Wer kennt denn dieses Spiel? Ist eine richtig nice App. Für Langeweile macht das richtig Spaß. Also, wenn man mal Langeweile hat und keine Internetverbindung hat, das Ding braucht nämlich keine Internetverbindung. Das ist das Gute. Pong braucht absolut kein Internet. Es braucht auch keine Daten von dir. Das fordert auch. Ach, Mann! Ich bin sehr schlecht da drin. Es fordert auch keine Bildrechte oder irgendwas, was halt so Apps. Brauchen. Ja, ist ein gutes Spiel für zwischendurch, wenn mal wirklich nichts zu tun ist. Ich habe ja natürlich auch einen nicen Sound im Hintergrund. Ihr seht, ich verliere hier haushoch. Kommentieren und spielen ist halt beides nicht so die beste Mix, vor allem bei solchen Spielen. Yay, 2 zu 0, 7. 2 Punkte habe ich schon kapiert. 2 Punkte habe ich schon. Krass, J. Ach. Joa, das wird zumindest das letzte neue App-Let's-Test sein. Es kommen eventuell noch ein paar. Yay, dritter Punkt. Ein paar zweite Parts von einer App, die ich schon getestet habe. Aber das wird jetzt vorerst das letzte Applets-Test, das erste letzte neue Applets-Test sein. Also, ja, man trauert nicht, vielleicht wird es irgendwann weitergehen. Yay! Ich hole auf. Ja. Das liegt daran, dass ich ein neues Handy bekommen habe. Das Übergangshandy wird jetzt erstmal wieder platt gemacht. Das war ja, wie schon der Name sagt, nur ein Übergangshandy. Und ja. Ich werde jetzt auf meinem neuen Handy keine Apps mehr großartig installieren. Und dadurch nicht den Speicherplatz wegzunehmen. Player 2 gewinnt. Gut, wir machen gleich den War Mode, dadurch, dass das nicht so lange dauert. Joa, kennt ihr denn so etwas? Also hab ich bestimmt schon gefragt. Aber welche Spiele habt ihr denn gespielt in eurer Kindheit?
Ja, weiß, ich behaupte jetzt nicht, das wäre ein Spiel meiner Kindheit gewesen. So alt bin ich nun auch nicht. Nein. Mein erstes Spiel, mein erstes Konsolenspiel, ach, das wisst ihr ja, das ist SpongeBob Kreatur aus der Krustenkrabbe für den DS. Also. Und meine erste Pokémon-Edition war Pokémon Diamant, also. Ja. So viel dazu. Aber ich bin irgendwie ein großer Fan von Retro-Spielen und ja, Retro wäre untertrieben bei diesem Spiel. Ich finde sowas nice für zwischendurch mal. Ich meine, Tetris, Pong, hier gegen den Computer zu spielen. Ist zwar jetzt nichts großartig Spannendes, aber vielleicht ist das auch gerade der Reiz daran. Dass man halt auch mal ein bisschen abschaltet und mal irgendwas, ja, nicht so Wichtiges und nicht so Spannendes macht. Eine richtig nice App, in die man sich sofort verliebt. Ja, wir wollten Real Talk machen. So, wie geht's denn euch? Mir geht's gut. Ja, ich war wirklich ein großer Fan von Pokémon Diamant und finde es schade, dass ich die Voredition nicht gespielt habe und muss ich dann irgendwann nochmal nachholen. Also gab ja noch was vor Diamant, für die Leute, die es nicht wissen. Pokémon Diamant war ja nicht die erste Pokémon-Edition, nein, das war Pokémon Rot und Blau, glaube ich, wenn ich mich wundere, und Gelb. Wir können jetzt mal den War Mode testen. Das ist einfach hier gegen eine Wand spielen. Hopp. Und hopp, jetzt habe ich Pause geklickt. Halt, ja. So oft wie möglich halten. Ach, Mann. Ja, ihr seht schon, ich habe das schon länger gespielt. Mein Highscore ist 19. Gut, geht besser. Ja, würde ich mal sagen, war heute etwas entspannterer Part. Ich glaube, noch niemand hat sowas gebracht. Wuhu, 12, das ist schon annähernd. Niemand hat so ein langweiliges Let's Test schon mal gebracht. Ne, ich mache nochmal den Modus hier. Den guten alten Standardmodus. Ach man, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann schreibt mal bitte Pong in die Kommentare. Ja, dann weiß ich, dass ihr nicht so gerne reden hört. Dass ihr trotz des doch etwas langweiligen Modus hier dran geblieben seid. Ja, und ich hoffe, euch hat die Playlist Applets Tests bisher so gefallen. Und ja, gerne mal wieder. Lasst doch ein Abo da. Ja, ich wüsste auch nicht wieso. Vielleicht der guten alten Zeiten zuliebe. Oder weil ihr einfach kein weiteres Video von mir verpasst wollt, eventuell. Und dann schreibt mir in die Kommentare, wie schlecht dieses Video war. Und dann gehabt euch wohl bis zum nächsten Mal. Man sieht sich in irgendeinem anderen Video. Haut rein!